Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von The Legend of Zelda: The Wind Waker. Im letzten Part sind wir hier im Draco-Sanctuarium angekommen. Und natürlich passt keine 2 Sekunden auch und ist wieder entführt. Na gut. Okay, die Gegner sind jetzt nicht so stark, glaube ich. Okay, das war doof. Schmetterling nehme ich gern mit. Leben nehme ich auch gern. Was ist das für ein komisches Zeug im Topf? Keine Ahnung. Okay, es schleudert mir immer nur nach oben. Keine Ahnung, was hier fehlt. Da war Wasser drin. Muss ich vielleicht das Feuer ausmachen? Ich meine, das Feuer da drüben ist ja auch aus. Okay, das kann ich nicht ausmachen. Sehe ich gerade. Ah, Moment, kann ich das Feuer da drüben vielleicht anmachen? Ja, gesehen, den können wir Feuer mitnehmen. Kann schon aufheben. Einmal hier, einmal hier. Da kommen wir in die Kiste. Das ist doch toll. So, komm, es in der Kiste drin. Ja. So. Hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Damit kannst du eine entschlossene Tür in diesem Labyrinth öffnen. Ja, okay. Nachdem wir quasi im zweiten Labyrinth, ich meine, verschwundene Bastion, verschwunden. Verwunschene Bastion war ja auch quasi ein Labyrinth. Nur hat es halt keine Schlüssel. In dem Fall haben wir Schlüssel. Halt sieht das quasi als erstes Labyrinth, meiner Meinung nach. Aber ist auch nicht so wichtig. Das ist allerdings schon sehr feurig hier. Ich glaube, da werden wir noch öfter reinspringen. Durchs automatische Springen. Wie gesagt, ist ein bisschen unangenehm. Gegen greift mich noch nicht an. Sollst hier rüber sprengen. Jetzt halt die geben nicht viel aus. Come on. Nicht wegspringen. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens wieder, wie das Ausgleichen geht. Das habe ich auch verdrängt. So.
Okay. So. Einmal nehmen. Und hier drüben den Stein wegmachen. Sonst kann ich hier gerade nichts machen. Gehe ich hier mal weiter. Wir haben hier jetzt sehr viele Wasserkrüge. Also, geht das? Ja, das geht. Okay. War jetzt zufällig. Die halten allerdings auch nicht sehr lange an, die Plattform. Hast die Labyrinthkarte gefunden? Drücke Steuerkreuz nach oben, damit du sie anziehen kannst. Grüne Räume hast du bereits besucht. In den Räumen, die aufleuchten, befindest du dich gerade. Mit Hilfe vom rechten sich vor und zurück schaltest du zwischen den Stockwerken hin und her. Fehler. Ja, da oben ist wieder ein Gegner. Ein roter Schleim. Wir haben ja mal die Information bekommen, dass man aus rotem Schleim Lebenstränke erhalten kann, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie ich die einfange. Das Messer nehme ich gern mit. Nee, das ist nämlich Fehler. Okay, so funktioniert das nicht mit dem. Was ist das? Ja, was ist das? Ah, jetzt ging's. Rote Schlange Gelee gefunden. Es wird in einem Beuteltasche bewahrt. Das rote Gelee enthält viel wertvolle Bestandteile, die wahre Wunde gegen Erschöpfung wirken. Allerdings musst du es noch weiter verarbeitet werden. Ja, das ist eigentlich einfach so benutzen. Nehmen wir ein bisschen was davon mit. Schauen wir mal, was haben wir hier drin? Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden, damit kannst du eine Tür öffnen, Labyrinth. Ja, dann kommen wir auch wieder zurück, quasi. Oder fast zurück. Die Steine kann ich doch hier gegenwerfen, oder? Ja, natürlich. Oh. Ja, wir kommen wieder zurück zum Anfang. Gut, weiß ich auch, wo ich hier rausgekommen bin. Also hier haben wir eine Tür. Jeder einzige Weg, den wir gerade nehmen kann. Schleimschimmel, die mich. Kann ich die eigentlich so rauszustören? Nee, da brauche ich die Waffen im Gegner.
Jetzt habe ich die Waffe vom Gegner. Aber die ist zu schwach für die Türen. Beziehungsweise für... Das sind ja keine richtigen Türen, sondern... Holzbarrikaden. Habe ich die Waffe hier noch? Das sage ich ja. Nö, natürlich nicht. Der Gegner ist wieder da. Mit links. Anhänger nehme ich gar mit. Ich kann die Waffe nicht mitnehmen. Okay. Jetzt freue ich mich gerade, wie ich da durchkomme. Ich muss hier da wahrscheinlich durch die Holzbarrikade. Ein Gegner, der mich ganz ohne Waffe angreift. Okay, das... Achso, hier ist eine Waffe. Und die ist ja zu schwach. Brauche ich schon... richtige Waffe für... damit ich deinen Schalter betätigen kann. Stein. Kann das funktionieren? Nee, ich glaube nicht. Hier komme ich auch nie weiter. Da fehlt mir ein Item. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, Stein bringt nichts. Irgendwas anzünden? Muss ich hier irgendwas anzünden? Nicht im Kreis laufen. Oh. Ja. Natürlich. Einfach logisch denken. Man kann Holz natürlich auch anzünden. Okay. Ich dachte nicht, dass wir noch mal rauskommen. Was zum Vulkan? Okay, da muss ich aufpassen. Kurz warten. Das ist auch eine doofe Kamerapositionierung gewesen. Okay, neuer Gegner, der mir auch was Neues gibt. Du hast eine Goldfeder gefunden. Ist sie wieder in der Beutetasche für aufbewahrt. Eine goldstrahlende Feder. Geben von einer eigenartigen und faszinierenden Aura. Ein sehr beliebtes Accessoire bei blühenden Damen. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich Beat für irgendwen. Jetzt warten, bis hier die Feuersäule weg ist. Schnell vorbei.
Und muss mich anpassen. Oder ich mache es einfach so. Das könnte auch klappen. Ich glaube, es muss auch so. Hier ist schon wieder so ein Vogel. Zumindest höre ich ihn. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Okay. Ja. Ich krieg gerade ein kleines Déjà-vu-Erlebnis mit einem anderen Spiel. Nur, dass das jetzt relativ einfach wirkt. Oder? Ich bin gerade nicht sicher, ob da unten nicht auch noch ein Durchgang war. Ein versteckter. Wir kriegen eine Nachricht von Tetra, oder was? Nee, ich mal. So. Durchtriebene und diebischen Ratten, die den Leuten alle möglichen Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe ja, dass die dich wütend machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Putz rein, der Rattenlöcher zu streuen. Vielleicht geben sie dir was von ihrer Beute ab. Was? Nein, ich möchte das Ziel nicht rausholen. Guten Tag. Kauft dir was Schönes. Was willst du? Und was hat er da? Ich will die Robine kaufen. Oh, okay. Und die alte Haltung. Okay, das ist noch nicht was Alpha zu wollen. Waffen. Den ich hier drüben. Das. Niederbrennen kann. Noch ein Set Ruhm. Du hast den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich all die Schätze in diesem Labyrinth befinden. Rufe mit Hilfe von Steuerkreuz nach oben die Kartenbildschirm auf und schau nach. Oh, jetzt weiß ich auch, wie die Schätze aussehen. Erst wir hatten, glaube ich, in der Wohnschulmastion wirklich alle geholt. Ja, warte. Wir sind ja sowieso hier. Da ist noch ein Schatz. Da war noch ein zweiter Gang. Ne, Moment. Nee, stimmt schon so. Da ist die Tür. Da ist der Gang weiter. Okay. Okay. Ich weiß schon mal, wo alle Schätze sind. Das finde ich gut. Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Damit kannst du verschlossene Türen im Labyrinth öffnen. Natürlich können wir damit jetzt verschlossene Türen im Labyrinth öffnen. Gut, allerdings würde ich sagen, bevor es hier weitergehen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke mich für euch Zusehen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann solltet, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Wind Waker. Ciao.